Hier sind wir wieder. Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mini Ninjas. Eieiei. Ich muss mich erstmal wieder in die Störung gewöhnen. Und jetzt geht's weiter. Tja, der erste Part ist etwas lang. Ich habe ihn nicht in 20 Minuten gemacht. Ich wollte nämlich was ausprobieren. Wir müssen jetzt was unternehmen. Was ist denn jetzt? Achso, nicht. Hallo. Junger Ninja, das Dorf wird angegriffen. Glücklicherweise sind diese Samurai am anderen Flussufer nicht sonderlich schlau. Okay. Sie haben die Brücke niedergebrannt, bevor sie sie überqueren konnten. Jetzt sitzen sie auf der anderen Seite in der Falle. Ihr solltet sie ausschalten, Ninjas, bevor sie über den Fluss setzen. Ich bringe einstweilen die Dorfbewohner in Sicherheit. Okay, bringen sie in Sicherheit. Ich bin das magische Huhn und werde die Ninjas auf der anderen Seite angreifen. Hätte mich jetzt interessiert, als könnte ich auch Dix sein, ne? Der magische Hut. Hoi! Weiß ich doch schon. Autsch. Autsch. Nicht angreifen, das ist fies. Eieiei! So erledigt. Du hast die Aufgabe des Terrormeisters. Rede mit ihm, um deine Belohnung einzufordern. Oh, das mache ich gerne. Ah! Ist schon wieder Wasser. Egal, ich schwimme rüber. Das ging jetzt wirklich schneller als. Hallo. Das waren keine gewöhnlichen Samurai. Irgendein fauler Zauber hat unschuldige Tiere in dunkle Schergen verwandelt. Ich muss zurück zum Ninja-Gebirge und deinem Meister alles erzählen. Folge der Straße. Deine Mission ist dringend. Ich weiß. Danke für die Wurfsterne. Aber das gefällt mir besser. Heiltränke. Das sowieso. Wir werden nur noch irgendwie kennenlernen, dass für was wir die gelben Dinger, sag ich mal, gebrauchen können. Ich bin nicht blöd. Ich muss es trotzdem gehen ausprobieren.
Danke für den Honigwarm. Ah! Killerbeam! Dann gehen wir mal weiter in das Dorf. Hoppala. Werde ich jemals diesen Sprung schaffen? Im Let's Play oder außerhalb? Ich weiß es nicht. Ach, die Tiere. Erfahrung und Trophäe. Ups. Vielleicht sind wir bald ein Level ab. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Au! Er schießt nur. Ich hab den magischen Hut. Ich will, wo ist Stärke? Fuchs. Ich mag Füchse. Nein, das war... kann da nicht längs. Ich armer Fuchs. Au, au, au! Weißer Fuchs.
halber. Ups, und bleib hier. Bretter. Fuchs, 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 Fuchs. Weiße Füchse sind cool. Hallo Fuchs. hallo Fuchs. Ich habe was anderes erwartet, aber egal. Okay, noch weiter weg. Ich weiß. Die sind weg. Ja, wie könnt ihr den ersten Part? Den ersten Part habe ich noch gar nicht hochgeladen. So, da war eine Wurzel. Ja, yeah, ist der Black Screen. Nach 11 Minuten. Rekord. Ah, ich kenne nur zwei. Ach ja. Du großes Ding, der kommt auch noch ran. Oi, oi, oi. Nur einen Erfahrungspunkt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Magische Kugel. Sehr toll. Bring viel. Miau. Miau. Da kommt Hase, Hoppe, wie auch immer. So, ach, die Weiße. Feuerball. So. Können wir ihn gleich testen. Soweit wir das da haben. Du zu mir. Wir retten dich. Hinotama no.
wir haben alle befreit. Den Schwein hau nicht auf. Du hast sowieso mal befreit. Wenn sie für ihre Flöte nicht gerade als Waffe benutzt, kann sie betörende Melodien darauf spielen. Darf ich vorstellen? Ich mach nicht die Tür auf. Egal wer da klingelt, ich mach nicht die Tür auf. Ich will kurz die Tür aufmachen. Hier bin ich wieder. Ich hasse Schwester. Wie kann sie denn Flöte spielen? Das war doch was. Egal. Das war meditieren. Wie man sehen kann, wird der blaue Juju-Balken voller. Keyball. Keyball. Wir können schnell sprinten. Ist doch toll, nicht wahr? Uiuiui, sind die Levels lang. Wer seid ihr? Konnichiwa, junger Ninja. Konnichiwa. Tut mir leid, aber ich habe gerade wenig Zeit. Ich muss einige Tränke brauen. Allerdings fehlt mir eine wichtige Zutat. Diese Blumen, Kletten werden sie genannt, haben violette Blüten. Sie wachsen normalerweise entlang des Weges zu dem Tempel dort. Wenn du mir eine besorgst, soll es dein Schaden nicht sein. Okay. Zweiter Backscreen, keine Ahnung, welche viele Minuten ich... Okay, lass mal das. Kletten. Steinkappe. Leute? Ah, da bist du ja endlich, Ninja. Das ist gut. Ich habe mit deinem Meister vereinbart, dass du und deine Freunde diese Tempel während eurer Reise als Zuflucht nutzen dürft. Kaufe ich mir doch nicht. Leb wohl, Ninja. Das ganze Land betet für dich. Du bist hier stets willkommen. Vor allem. Ich meine, diese. Weil diese Tränke findet man unterwegs genug, weil bin ich der Meinung. Es sei denn, man sucht nicht. Du hast die Kletten gefunden, die ich brauche. Den Göttern sei Dank. Endlich kann ich meinen Trank fertig brauen. Hier ist eine kleine Belohnung für deine Mühe. Ich hoffe, sie ist dir auf deinen Reisen von Nutzen. Flakon der Instabilität. Flakon der Instabilität. Ich wiederhole mich. Dieser Trank erfüllt genügend instabile Energie, um 3 Supermoves aufzunehmen. Okay.
Ha, folgt ihr mir ins Wasser? Eieieiei. Oh, ein Heiltrank. Zum ersten Mal. Wir finden einen Heiltrank. Suchen wir den Schrein, wie gesagt. Das gefällt mir nicht. Das ist kompliziert. Ich sehe es doch schon. Okay. Bei der Milchnerz. Ich suche ganz eine gelbe Pflanze, nur so nebenbei. Tornado, war klar. Die werde ich euch auch gleich zeigen. Ich werde jeden Zauber mindestens einmal anwenden, den wir finden. Ich persönlich selbst habe auch immer noch nicht alle gefunden. Jetzt schaut er. Aua, der hat ein Problem. Angel. Ja, was soll's. Wir wissen das. Wie oft kommt noch mal die Tutorials? Ach so. Habe ich das jetzt mit Absicht gemacht?
Wofür dieses Ding? Die lässt man nochmal los. Das war jetzt für Minions. Wir sehen uns im nächsten Part. Der ist gleich hinten an. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minions. Es geht weiter. Eieieiei. Ist endlich weg, gut. So, es geht weiter. Energieangriffsbonus. Ja, welches Schwein? Oder nicht? Okay.
Okay, Wiesel, das war Let's Play Mini Ninjas. Wir sehen uns das nächste Mal. Euer John, das ist durch Spieltipps. Bis dann. Schauen wir uns an, das sind Spieltipps. Let's Play Mini Ninjas. Bis zum nächsten Mal.